Hallo und herzlich willkommen, ihr seht jetzt schon, zum Ziegensimulator. Ja, geht voll ab. Nebenbei im Off der Crazy. Kuckuck. Ja, mal ein bisschen Steam Family Share gemacht, ja. Bisschen abgehen. Ich habe mir mal fix hier die Ziege geholt. Die aggressive Kampfziege, mit der werden wir jetzt richtig schön Scheiße bauen. Oh, ein Auto. Oh, das ist explodiert. Oh Mann, ey. Quer am Platz geflogen. Trampolin ja. Springen. Juhu! Ja. Ich stell mir mal ein Virus, ne? Ja. Nee, erst mal eine Bakterie. Ja, genau, du musst das erst freispielen. Fortfahren. Ah, und der Crazy spielt jetzt Plugging. Richtig. Wie nenne ich denn den? Die Bakterie. Ist immer schwierig. Nenn ihn Muschi-Klaus. Nein, Baktus. Ah, ich hab grad einen Kumpel gefunden. Ich hab grad einen Kumpel gefunden, mit dem gehe ich jetzt mal zur Tankstelle. Wo starte ich denn? Wo starte ich denn? Vereinigtes Königreich. England. Nee, am besten sind arme Länder. Arme Länder mit vielen Menschen. Deutschland. Griechenland. Und links oben bei Plugging sind immer lustige News. Ja, ja, kenn ich schon. Die Ziege geht steil. Oh, eine Leiter. Kann ich die mitnehmen? Ich will die Leiter mitnehmen. Gib mir die Leiter. Okay, irgendwas habe ich jetzt. Ah! Ein Farbeimer. Oh, ah, da steht noch ein Auto. 15 DNS-Punkte. Wuhu. Übertragung über die Luft. Oh, und guck mal, eine Gasbuddel. Übers Vieh. Explodiert die auch? Ich habe so eine Schweißgasbuddel mit. Okay. Die hängt mir so an der Zunge. Ich habe das irgendwie eine halbe oder halbe Stunde, eine Stunde gespielt und bin nur rumgesprungen und habe irgendwelche Faxen gemacht. Ja, was anderes macht man ja in dem Game nicht. Nee. Nicht wirklich, ne? Hui! Oh Mann, ey. Warte mal, hier ist irgendwo ein Auto. Ich will mit, ich will auch eine Runde mit driften. Nimm mich mit! Den habe ich angeleckt. Und ab geht's, quer über den Platz. Juhu! Alter! Da soll noch einer sagen, es gibt keine behinderten Games, ne? Warum schreien die so? Ich habe bloß ein Auto zu sprengen gebracht und irgendwie sind die Leute alle tot. Ich krieg euch alle! Hallo, mein Freund. Magst du nicht mitkommen? Na, komm mit. Ab in den Mähdrescher. Verkloppe Schafe, ich bin ein Mähdrescher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, quer über die Stromleitung. Jawoll, jetzt scheppert's richtig, das Ding. Es breitet sich überall aus. Ja, follow. Ich hänge am Truck. Was passiert, wenn der Truck mit mir zu der Despawn-Ecke fährt? Dann wird's dunkel und ich bleib hängen. Okay. Das ist natürlich, jetzt bin ich hier irgendwie. Hallo? Bist hängen geblieben. Voll hängen geblieben. Oh, Menschen! Rein in die Menge! Hallo! Ja, könnt ihr noch so protestieren? Da brauchst du gar nicht weinen, Mutti. Auf die Hörner! Headbutts für alle. Ansteckend als HIV, ne? Das ist doch schon mal was. Geht voll ab, ey. Die Ziege ist, glaube ich, auch alle Krankheiten, die es gibt. Da ist eine Rutsche, komme ich da hin? Jawohl.
Aber ein bisschen müssen wir noch was an der Übertragung machen. Soll sich ja schnell ausbreiten. Du kommst, Ziegenklaus, du sollst da hoch. Was passiert, wenn ich mit der Ziege so eine Rampe mit im Raged All Modus runterrutsche? Ich hab keine Ahnung. Wir probieren's aus. Raged All! Juhu! Juhu! Ah, quer über den Pool und gelandet. Naja, ich hab's mir spannender vorgestellt. Springen wir ein bisschen Trampolin. Oh, auf den Trampolin bleiben ist die Kunst für sich. Oh Mann, und hingefallen. Da ist ein Baustellenkran, da will ich hoch, da will ich campen. Alter, die Ziege, die hat aber auch einen Speed drauf, ne? Ja, voll realistisch, Ziegen gehen grundsätzlich nur mit den Vorderbeinen und mit dem Kopf eine Leiter hoch. Vor allem so. Oh Gott, der Kopf backt aber auch, ey. Ah, jede Stufe einzeln anlecken. Ah, hat schon ein bisschen was Erotisches, die lange Zunge. Oh, hier oben scheint auch viel Wind zu sein. Für die nächste Leiter muss ich rumgehen, ohne runterzufallen. Ah, ohne runterzufallen, da haben wir das. Na okay, sind wir einmal runtergefallen, das war nicht der Plan. Randalieren wir noch ein bisschen hier in der Stadt. Hallo, mein Freund. Randale! Ah, hast ein bisschen Saft für mich hier in deinem Laden, in deiner Tanke? Ich gehe voll ab, Junge. Überfall! Oh, schön züngeln. Oh, Mutti, den stecke ich hier aber tief rein in die lange Zunge. Ist länger wie der Mehr ganze Körper. Wer tut das durch die Pest? Jawohl. Wer tut das durch die spanische Grippe? Das ist hier richtiges Massensterben gerade. Yeah. Spielst du auf einfach oder auf normal? Einfach erstmal. Ja, wenn du weitere Sachen freispielen willst, musst du auf normal spielen. Ah, okay. Ich schmeiß mit Menschen. Hey, ihr macht ja immer noch Party hier. Wuhu, rennen eine Menge. Was gibt's denn da oben so Schönes? Hallo, mein Freund. Was bist du denn hier? Disco am Mähdrescher? Fällt aus heute. Nochmal ein Auto explodieren lassen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Messer vom Mähdrescher anlecke? Okay, dann bin ich gleich tot. Nee. Stell dir mal vor, du könntest mit der Ziege den Mähdrescher fahren. Nee, das wäre nix. Das wäre ganz böse. Boah, hier sind Ziegenkämpfe. Alter, hier ist ein Ziegenkampf im Ring. Hammer krass. Voll die Agro-Ziege. Ich hab gewonnen. Ich mach dich weg, Junge. Runde 3, Junge. Komm hier. Fick dich, Junge. Komm hier. Zum Ring, Alter. Dich angeleckt, Alter. You are such a badass. Oh Mann, die Ziege hat mich angegriffen. Ich bin über den ganzen Platz geflogen. Get a real big ass combo. Herr Wollo, Alter. Hui. Hey, guck mal, hier liegt noch einer. Ich schmeiß mit Containers. Irak erlaubt Experimente an Menschen. Sehr schön. Die sind ja drauf. Viel geiler ist, wenn du Wahnsinn hast. Das gibt's auch als Symptom Wahnsinn. Da kommen lustige Nachrichten. So wie erlauben Todesrennen und all sowas. Na komm, Ziege hoch da. Es gibt Leute, die haben eine Ziege zu Hause, weißt du, und ich spiele den Ziegensimulator.
Meine Ziege ist zu fett, die steckt fest. Das war jetzt ein Wall One. Aha. Trampolin! Ah! Wenn ich Trampolin mit Q mache, dann muss der doch Rage Stall machen, oder? Auf Q? Ja. Da falle ich natürlich komplett runter gleich. Irgendwie werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar andere Maps ausprobieren. Die ganzen anderen Modis, die es noch gibt. Juhu! Das war der Tanklaster. Explodiert auch alles in dem Game. Da liegt was Goldenes. Das will ich haben. Ich habe eine von 30 goldenen Ziegen gefunden. Ihr Mann und die Welt ist tot. Jawollo. Und nochmal durch die Welt fliegen. Na, treffe ich noch das Trampolin? Hammerhart, Alter. Von einer Auto-Explosion auf ein Trampolin. Und das Auto nimmt mich auch noch mit. Nee, doch nicht. Ah, jetzt kommt es. Jetzt. Ja, genau. Das ist keine Party mehr. Du kommst jetzt mit, Mäuschen. Gehen jetzt in den Busch. Ich zeig dir den richtigen Hasen. Alter. Räumen wir die Steine auf. Oh, die ist abgerissen von meiner Zunge. Liegt noch am Tisch. Und da war noch mal ein Auto. Hui, ins Gewächshaus. Ihr pflanzt hier kein Marihuana an. Marihuana. Oh, da war ein Auto. Alter, die Welt hier, die sieht schon aus, als hätte Rambo wohl Spaß gehabt. Dabei bin ich nur eine kleine niedliche Ziege. Ah, komm her, Jungs. Kriegt alle auf den Sack. Scheiß rosa Auto, erstmal explodieren lassen. Was habe ich denn da an meiner Zunge? Ah, ein Schraubenzieher. Und gegen den LKW. Ich bin die geilste Ziege ever. Hat's hier drum. Man nennt mich auch die OP-Ziege. Ah, komm! Nimm den Stahlträger mit. Achtung, Ziege mit Stahlträger! Besoffen! Spiel geht bestimmt total ab, wenn du richtig einen Tee hast. Ja. Fuck the Police, Alter, habe ich freigeschaltet. Oh, hier kann man rein. Hier ist ein Lagerhaus. Hey, da steht sogar noch. Was gibt's denn hier drin? Was ist das? Jo, Computers! Endlich zocken! Ich räume mal dein Büro auf! Wenigstens einer, der das macht. Headbutt TV, Headbutt Desk, Headbutt Bottle, Kaffeemaschine im Arsch. Ah, hier ist so ein Winddingens! The Flying Legging Rage Doll.
Ich kann fliegen! Oh, da war eine goldene Ziege. Party aus dem Lüftungsschacht. Juhu! Ja, jetzt werden wir erstmal ein zerstörtes Auto mitnehmen. Nutzi! Alter, die Ziege muss so viel Kraft in der Zunge haben, das ist Wahnsinn. Die kann bestimmt lecken wie Lassie. Ich will ja gerade City Skylines, aber wie bekomme ich... Ne, ich habe jetzt einen Strommast gebaut, jetzt muss aber noch Strom ran. Ja, entweder du baust... Pass auf, das Ding ist, die... Du brauchst entweder ein Kraftwerk, was ziemlich sinnvoll ist, weil die, ein Kohlekraftwerk, weil die scheiß Windkraftwerke, die reichen nicht aus. Davon musst du 10, 20 Stück bauen, weißt du? Okay. Muss ich erstmal... Da muss ich bestimmt wieder Kohle finden. Nee, brauchst du nicht. Brauche nicht? Brauchst du nicht. So, und das Ding ist, die Strommasten brauchst du nur, um das von deinem Kraftwerk, was du ja ein bisschen außerhalb vom Wohngebiet baust, hinbaust. So, und diese Strommasten. Ja. Die Funktion, du brauchst die bloß bis zu deinem Wohngebiet machen, ansonsten werden die von Haus zu Haus, geht der Strom weiter. Okay. Das heißt, du brauchst sie bloß zu deinem Wohngebiet hinsetzen und dann kommt da schon Strom an irgendwann. Ziege am Zaun, Ziege am Zaun! Alter, die hängt da auch wie aufgespießt, ey. Hallo? Alter, die Ziege ist so behindert, ne? Aber wird auch von mir gespielt, hi. Mitkommen, ich hab einen Termin mit dir. Oh, eine Cola. Oh, eine Ziege auf Cola. Wuhu! Und Cola über den Platz werf. Oh mein Gott, was ein Game, Junge. Und eine Runde rutschen. Juhu! Oh, falsche Rutschbahn. Oh, voll daneben. Oh Mann, das Trampolin ist echt heftig. Vor allem, wenn man dann nicht da landet, wo man landen will. Das ist doch immer so. Und was mit der Matratze? Hier ist eine Dorfmatratze. Aha, da kann man auch drauf springen. Hui! Irgendwie habe ich jetzt eine Laterne dabei. Oh, Wall One, Junge! Meine Ziege kann Wall Ones. Weißt du, was die Ziege braucht? Ein Skateboard. Ja, Mann, das wäre cool. Ne, liebe Entwickler, falls ihr nochmal besoffen und bekifft seid, macht der Ziege doch bitte ein Skateboard. Alter, ich kann den kaputten Tanklaster anlecken und bewegen. Oh Gott, Nutzi! Ja, wenn jetzt die Zunge wie ein echt zurückschnalzen würde, die Ziege würde 30 Kilometer über den Platz fliegen. Mal gucken, ob es abreißt oder ob er das Ding mitnimmt. Ob er es rausgezogen kriegt, ne. Jetzt kommt ein Auto. Okay, das tut nichts. Ich krieg den Tanklaster da nicht raus, was ziemlich kacke ist. Der hängt da irgendwie fest. Na, ich hab mal losgelassen, das wird wohl nichts. Hey, hier steht ja noch einer, komm mal mit.
Mitkommen! Umran! Und lass dich mal schön vom LKW überfahren. Ich war's nicht, das war der LKW. Ich glaube, ich bin voll die Ziege. Jetzt laufe ich auch noch gegen ein Auto, ne? Ey, du doofe Ziege. Echt mal. Nochmal durchs Gewächshaus, hatten wir ja heute noch gar nicht. I never. Ah, Mäuschen. Schön am Bein geleckt und schön im Kringel jetzt. Schön im Kringel. Und loslassen. Ah, ich habe gedacht, die fliegt weiter. Hier. So, ein bisschen was für die Frauenquote tun. Ab auf die Baustelle. Ist ein großes Thema. Zu wenig Frauen in Führungsposition. Deswegen bringe ich hier mal eine auf die Baustelle. Ja? Ich hänge hier zwischen Kisten fest. Jetzt geht's los, jetzt habe ich ein Fahrrad dabei. Und bin nochmal gegen den LKW geflogen, der explodiert ist. Kosten der Sprit hier? 1,15. V-Power 1,37, das ist eine Shell-Tanke. Voll überteuert. Ich habe die dritte Special-Ziege gefunden. Was bringen diese Special-Ziegen? Keine Ahnung, die sind Gold und geben Punkte. Hm, gut. Was? No penis-shaped food? Was? Steht auf seinem Schild! So eine Schweinereien machen wir nicht. Du kommst mal mit. Was steht auf dem Schild? Da steht dasselbe. No penis-shaped food. I think I broke something. Und nochmal den Häcksler. Wuhu! So, ich glaube, das reicht fürs erste, Leute. Hey, habt gesehen, das ist der Ziegensimulator. Kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Na, ihr seht, wenn das einer bei euch in der Freundesliste hat bei Steam, kann man das auch mal kurz per Family Sharing machen. Da kann dann jeder mal kurz mal reinschauen. Und bis denn dann und viel Spaß beim nächsten Mal.